Österreich Rundfahrt, die ja vor Anfang Juni über die Bühne gegangen ist. Und den Organisator, den wir auch ganz herzlich begrüßen, von der Oberösterreich Rundfahrt, ist Paul Resch, steht da drüben, der Präsident des Oberösterreichischen Landesradsportverbandes im Gespräch mit der charmanten Helene Burcella. Sehr, sehr vergönnt. Pauli! Tolle Geschichte, der Österreicher und der Deutsche fürs österreichische Kontinentalmannschaft Alpecin-De Koenig. Und das Team größte Radsportfest, das es gibt. Und meine Damen und Herren, Sie können sich auf etwas freuen, denn wenn Sie da schon auf die Sache gegangen, jetzt geht man hinauf. Sie hat 135, muss da auch reißen lassen von der Elkhoff-Mannschaft. Das ist der Philipp Rea. Also vorne aber immer noch, Vorarlberg ist da dabei. Chris Kohl ist Schlüssel. Kontrollieren und gibt es dann auch heute, wie schon am Sonntag, Montag und Dienstag, die Entscheidung auf die Lande, weil der führende Navarez hat gezeigt, dass er auf einer flachen Etappe wie in Innsbruck gewinnen kann. Er hat auch gezeigt, dass er auf einem Anstieg wie gestern in St. Gallen-Altendorf gewinnen kann und heute nur Neuensteier ist. Kopfsteinpflaster. Das wird doch interessant werden. Kann ich vielleicht noch abschließen? Das sind so auch nochmal 5 Fahrer. Also dann haben wir hier vielleicht 20. Es sind nur mehr 8 Kilometer und die Gruppe ist klein geworden. Da sind jetzt 50, 20 Fahrer, circa, die hier noch an der Spitze mit dabei sind. Super! Ich glaube, der ist heute vor. Aber wegen der Schiedsrichter.
Jesus, David, Jena, Jimenez. Und die Preise sowie das Trikot wird übergeben von der Landtagsabgeordneten Frau Regina Asfalter und von Alexander und Dominik Rinkhoff, die beiden Chefs von Rinkhoff Advice. Vom Präsidenten des Oberösterreichischen Landesradsportverbandes, Paul Risch. Für Pierre Pascal Kolb. Und die roten Startnummern sowie die Blumen werden überreicht von Dominik Feischl, Redakteur Oberösterreichische Nachrichten. Und lieber Walter, eine Etappe steht noch am Programm. Morgen geht's mit Start in X. Ja, in Start Ips bei der Kaplan-Turbine fahren wir morgen die Abschlussetappe. Zweimal rauf auf den Sonntagberg und dann noch einmal zum Finale wieder einmal bei Etappe. Und dort fällt morgen auch die Entscheidung um den Gesamtsieg. Die ganze Auswahl war nur in den Rundfunk. Leider habe ich das nicht mehr gefunden, das Leiberl. Das Leiberl habe ich leider nicht mehr gefunden. Achso, okay. Ich habe die komplette Reise gefunden. Jetzt sind wir da und morgen sind wir in Waldhofen. Kommt die Rotterdamse? Ja, Eisstraße, du weißt ja eh. Eisstraße, Steyr, Waldhofen. Wie schon durchgesagt im Fernsehen. Ein paar Mal. Ja, wo es viel Eisterlands gibt halt. Ne? Genau. Und wir haben unsere Leute da dabei. Die haben dann die neuen Karten schicken mit dem QR-Code. Wir haben wieder ein paar neue Sachen. Und in Niederösterreich macht die Werbung. Die Niederösterreich-Werbung heute sind aufgenommen als Genussstraße, die süße Straße und so weiter. Bis, weißt du, wir machen das einfach so. Ärgerlich für unser Laden und für unsere Leute, dass wir eben so viel Eis haben. Wie geht's dir, Abi? Wir haben die Jahreszeit. Du kannst das am besten verstehen, weil du sonst wäre. Aber hier ist die Zeit vorbei. Aber wollen wir nicht jammern. Alles gut. Super Wetter und super Zeitpunkt. Wir machen dauernd Sachen, aber das ist eher im Winter die Entwicklungsarbeit, wenn ich früher schätze, was da aussehe. Aber wir mit Bochen gemeinsam. Das sollte man so gerne machen. Wenn wir bei uns ein paar alle Platz dazu haben und dann den Ofen und das stehen haben, jetzt haben wir Baklava gemacht und ein Cheesecake haben wir gemacht. Du wirst es nicht glauben, so die Baklava habe ich in Österreich eingeführt, vor 40 Jahren. Und zwar auf rotbrückigen Grund. In Österreich waren die Türken als Gastarbeiter. Maurer, Zimmer, Tourierei. Wir haben immer gesagt, so schön in Österreich, aber die Wölschbeißen gehen ja noch. Da habe ich Türken kennengelernt, der hat das Rezept gehabt, dann haben wir in der Bäckerei die ersten Backlauer gemacht und die sind aus St. Pölten geliefert worden, so lange. Zwei Generationen Eisstraße. Aus nichts was gemacht. Und den haben wir jetzt kosten, oder?